Na, sitzt ihr auch zu Hause und wisst nicht, was ihr machen sollt? Warum sitzt ihr zu Hause? Wegen dem hier. Das hier sind die Infizierten an Corona in Deutschland. Wir sehen, dass die immer mehr zunehmen. Das nennt man einen exponentiellen Wachstum. Und da hat die Regierung gesagt, Leute, das geht so nicht weiter. Ihr müsst zu Hause bleiben. Auch eure Kinder müssen zu Hause bleiben. Und jetzt sitzt ihr da und wisst nicht, was ihr tun sollt. Und deswegen haben wir ein paar Experimente für euch. Und Nummer 1 ist... die Kette im Glas. Alles, was ihr braucht, um den Versuch durchzuführen, ist eine Kette aus Metall und ein Glas. Unsere Kette hier ist ca. 5 Meter lang. Und was man beobachtet, ist, dass die Kette immer schneller aus dem Glas rausrutscht und auf einmal sogar richtig anfängt, so einen Bogen zu fliegen. Hier müsste man mal versuchen, wie sich das ändert, wenn man das Glas höher oder tiefer hält. Aber schauen wir mal, wie hoch die Kette wirklich fliegt. Dafür machen wir hier so ein Lineal hin und los. Aber wieso fliegt es überhaupt hoch? Vielleicht liegt es ja an dem Glasrand. Das hat ja so einen Rand, wo überhaupt die Kette erst nach oben muss, bevor die nach unten fallen kann. Aber selbst hier bei dem Versuch auf unseren Korkteller, der eigentlich fast gar keinen Rand hat, selbst hier fliegt die Kette einfach nach oben. Wir würden uns freuen, wenn ihr eine Erklärung für dieses Phänomen unten in die Kommentare schreibt und vor allem selbst das ganze Experiment einfach mal durchführt. Mit verschiedenen Ketten, mit verschiedenen Behältern. Gerade jetzt hat man ja genug Zeit zum Experimentieren. Also ab in den Geräteschuppen, holt euch eine Kette und ein Glas und dann geht es los. Ciao!